Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr sehen möchtet, an welchem spannenden Ort wir sind heute, bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht es weiter. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir sind heute in Legerdorf, Kreis Steinburg, im schönsten Bundesland Deutschlands. Legerdorf ist im Südwesten von Schleswig-Holstein. Und auch hier gibt es einen massiven Eingriff in die Natur. Und zwar wird hier und wurde hier Kreide abgebaut. Die Kreide entstand in dem sogenannten Kreidezeitalter, in der Zeit von 135 bis 65 Millionen Jahre. Dort war Europa von einem Meer bedeckt, was ungefähr 1000 Meter tief war. Der Abbau der Kreide fing an hier ungefähr 1862. Hier sind in dem Umkreis mehrere Gruben erschlossen worden, wo schon einige von geschlossen sind. Diese Grube hier gibt eine Prognose bis 2035. Dann soll auch hier die Kreide erschöpft sein. So, wir werden mal versuchen, den Tagebau so ein bisschen zu umkreisen. Soll angeblich irgendwie 7 Kilometer sein, also ein kleiner Spaziergang an diesen etwas kalten Nachmittag. Ja, und dann nehmen wir euch einfach mal mit. Mal sehen, was wir so entdecken können unterwegs. Wie man hinter mir sehen kann, ist das komplette Gelände umzäunt. Ist auch aus Sicherheitsgründen ganz gut so, aber die Absturzgefahr ist doch sehr hoch. Das Werk, was hier ansässig ist in Legerdorf, sind die Vereinigten Kreidewerke Dammmann. Die Kreide abbaut für die Landwirtschaft. Baustoffe, Tierfutter, Kreidegrund zum Mahlen zum Beispiel, für Schulkreide, für den Baustoff. Und man kann sogar Kreide Zusätze machen bei hochtemperierten Brennverfahren von 900 bis 1100 Grad, wo denn der CO2-Ausstoß verringert werden kann. Sehr spannend. Bis jetzt ist der Wanderweg noch nicht so spannend. Ich zeige euch den mal. Also es führt bis jetzt nur ein schmaler Weg hier an dem Zaun immer entlang. Richtig spannend ist bis jetzt der Weg noch nicht, eigentlich sehr eintönig und führt immer um die Grube herum. Durch das nasse Wetter ist der Boden auch etwas doll aufgeweicht und etwas glitschig, da muss man ganz schön aufpassen. Naja, vielleicht kommt ja noch was Spannendes, dann werdet ihr das sehen.
Ja, hier kann man noch so ein bisschen erahnen, den Tagebau. Weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Aber viel spannender wird hier der Rundweg nicht. Könnte aber auch an der Gegend liegen. Das ist ja doch sehr platt hier. Typisch Norddeutschland. Darum drehen wir um, gehen zum Auto. So, wir sind wieder zurück am Startpunkt. Das waren jetzt doch gerade mal so 2 bis 3 Kilometer, weil wir einfach wieder umgedreht sind und die Strecke war nicht wirklich spannend. So, im Hintergrund seht ihr nochmal, hier sind ein paar Infotafeln zu dem Tagebau. Liz und ich werden jetzt noch eine kleine Teepause machen und dann wollen wir noch weiter in Richtung Itzehoe. Dort soll es noch ein paar alte Überreste geben von einer ehemaligen Burg. So, hier kann man nochmal das Kreidewerk sehen mit den riesen Förderbändern, wo die abgebaute Kreide zu der Bahn gefördert werden kann. So groß wie die Grube ist, ist auch das Werk. Hier wird die Kreide auch hauptsächlich ausgeschlemmt, um Feinkreide herzustellen. Hier um das Werk sollte uns eigentlich der Wanderweg oder der Spazierweg führen. Aber hier sind wir auch schon kurz abgebogen vorhin, wo wir den ersten Parkplatz anfahren wollten. Da waren aber sichtliche Verbotsschilder zu erkennen, dass man auch nicht das Betriebsgelände zu betreten hat. Ja, und da war der Ton weg. Da habe ich wohl den Stecker in den Adapter nicht so ganz reingesteckt. Aber das passte zu dem ganzen Tag. Ja, mit den Überresten der Burg Essesfeld war auch nichts, weil diese liegen genau zwischen der Bundesautobahn und der Marschbahn. Aber was sehr interessant war, die Burg Essesfeld war die erste fränkische Befestigung nördlich der Elbe und sie entstand noch vor der Hammerburg in Hamburg. So, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir dafür einen Daumen hoch. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, lasst mir gerne doch ein Abo da. Und damit ihr immer erfahrt, wenn ein neues Video von mir online gegangen ist, drückt rechts unten auf die kleine Glocke. Dann sage ich, so wie immer in diesen Zeiten, bleibt schön gesund. Und hoffentlich sehen wir uns hier bald wieder. Tschüss und bis bald.